Ja, ich habe begonnen Fußball zu spielen mit 6 Jahren bei Eintracht Wels und bin dann relativ schnell mit 11 Jahren zu Rapid gewechselt. Habe dann als Jugendlicher 2 Jahre in einem Internat verbracht, weil meine Eltern noch in Oberösterreich waren und gleich da oben am Himmelhof durfte ich 2 Jahre meine Zeit verbringen und habe dann schon bei Rapid im Nachwuchs gespielt. Habe alle Jugendmannschaften bei Rapid durchgespielt von meinem 11. Lebensjahr an bis zu den Amateuren. Und mit 19, nach meinem 3. Jahr Amateure, bin ich dann 1 Jahr verliehen worden zu Kottingbrunn. Habe dort ganz gut gespielt, war Nummer 1 in der U21-Nationalmannschaft von Rapid, habe mich dann gleich wieder zurückgeholt, wo ich dann, ich glaube, 12 Profisaisonen die Nummer 1 sein durfte. Habe 298 Spiele gemacht für Rapid, war insgesamt mit Nachwuchs 23 Jahre bei Rapid. Ja, durfte 23 Jahre bei Rapid sein, war eine wunderschöne Zeit mit tollen Erinnerungen. Und das Schöne ist jetzt, dass als Trainer profitierst du von den Erinnerungen und kannst einfach so viel weitergeben. Und das macht mir jetzt aktuell große Freude. Muss man, glaube ich, ganz kräftig einen Applaus an euch spenden. Großartige Karriere. Jetzt noch der Blick ganz kurz nach vor. Es gibt Anfang Februar, Sonntag, 4. Februar, gibt es das erste Spiel im Jahr 2018. Es ist nicht irgendein Spiel, es ist gleich das Derby. Es ist nicht irgendein Derby, es ist das Heimderby. Wie gut, wie wichtig, wie schön, dass gleich mit einem Derby losgeht. Ja, toll. Ich finde das, da gibt es gleich richtige Action am ersten Spieltag. Ja, das ist ein wichtiges Spiel. Wir wissen, im letzten Jahr haben wir auch das erste Saisonspiel war das Derby. Und wer weiß, wenn wir das 1-0 gewonnen hätten, weil wir in der 94. das 1-1 kriegen, wie das dann alles verlaufen wäre. Aber da sieht man, was für Entwicklung das nehmen kann. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Vor allem das letzte Heimspiel war eine Hinrichtung eigentlich, 70 Minuten lang. Und haben sie dann irgendwie 2-2 erschlichen.